Heute ist Silvester. Genau, Rudi. Und deswegen ist ab morgen ein neues Jahr. Und bevor das neue Jahr anfängt, stellen wir euch nochmal ganz fix den neuen Minister für Finanzen vor. Oh, Landes Mauswürzchen kenne ich doch. Das ist doch Hans, das olle Sparschwein. Eigentlich dachte ich ja, ich hätte heute frei. Aber nun gut, willkommen beim Bulli-Klatsch. Zunächst berichten wir über Herrn Lanz Mausgewitz und seine Überwindung, was die große, gruselige Figur am Straßenrand betrifft. Offensichtlich hat er seine Phobie überwunden. Wir gratulieren Herrn Mausgewitz. Das wurde ja auch langsam Zeit, nicht wahr? Außerdem soll ich noch darüber berichten, dass Herr Linus Mausgewitz sein Autogramm an einer Hauswand für eine gewisse Miss Crumbcake hinterlassen hat. Leider liegt derzeit kein Schnee. Wir hoffen, dass sie auch mit dieser Unterschrift zufrieden ist. Des Weiteren waren die beiden Herren auf einem Staatsbesuch im Sauerland. Das ist eine Region unweit des Ruhrgebietes. Dort haben sie interkulturellen Austausch mit und über Stöckchen mit einer gewissen Soki geführt. Ja, das war voll lustig, Landes Mausgewitz. Ein super Ausflug. Ja, Sui, das fand ich auch. Aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit, was zu lernen. Och, was denn, Landes Mausgewitz? Wir fangen heute an mit dem Bulli-Bet. Das sind die bulinesischen Schriftzeichen, damit du die auch mal lernst, kleiner Frosch. Das hier ist das A, wie Abendbrot, abrüsseln oder ankuscheln. Alles klar, Landes Mausgewitz. Komm mal jetzt zu deinem Jahresrückblick. Gut, Rüdi, also, der Jahresrückblick des Landes Mausgewitz. Ganz schön rumgekommen. Hier zum Beispiel war ich Dampfern. Das war voll cool. Und das war mein erster Geburtstag. Mit Kuchen und so. Oh, kicke mal, Landes Mausgewitz, da bin ja ich. Oh, das war schön. Das war da, als du mich abgeholt hast, richtig? Genau, kleiner Frost. Da hatten wir unser Vorstellungsgespräch. Und dann, ja, dann war noch Weltommertag. Das war auch cool. Kinofilm dreht von Robin Knautsch. Richtig, kleiner Frost. Das war noch bevor ich Präsident wurde. Okay, guck mal, kannst du dich noch an die Wahlparty erinnern? Das Bulli-Treffen? Das war stark, war so viel hier im Rüssel. Ja, das war echt toll. Da konnte ich noch mal richtig ordentlich mit meinen Geschwistern rumtoben. Ja, und dann kam so der Bulli-Events-Kalender und dann war das Jahr so wieder fast vorbei. Och, schade, Landes Mausgewitz. War lustig, das Jahr. Ach, Rüdi, der nächste wird auch noch lustig. Dann wackeln wir wieder schön in die Schule. Oh ja, Schule ist klasse, Landes Mausgewitz. Und, Robert, wie wird das Wetter im neuen Jahr? Das waren die letzten Bulli-News für dieses Jahr. Ab nächsten Jahr gibt es wieder frische neue. Legt euch nicht auf den Rüssel, wenn er hinrutscht und bleibt hübsch gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Euer Landes Mausgewitz.